Unser nächstes Ziel sollte die Quartierung des Inquisitors sein. Auch die Wahrscheinlichkeit hinten, dass dort etwas übersehen wurde. Gabriel stellt sich einmal vor Worgen, schaut auf ihn herab. Ich schaue zu dir hoch. Legt einmal Worgen. Lässt den Eindruck erwecken, als würde irgendeine Art von weiterer Begrüßung kommen. Dreht sich dann aber und deutet mit der Hand. Du hast eine Aufgabe. Bring uns zum Quartier. Ich nicke sehr wohl, Milord. Wenn Milords mir folgen würden und ich führe sie durch den Komplex mit kleinen Worten würde ich einmal beschreiben, dass hier das Trainingsfeld ist, wo ich ein paar Rekruten ausgebildet habe. Da würde ich hier eine Räumlichkeit zeigen, da eine Räumlichkeit zeigen, bis wir letztendlich an unserem Ziel angelangt wären. Ja, wenn die Brüder dir auch mitteilen, was sie denn eigentlich hier suchen, dann kannst du natürlich deine eigenen Nachforschungen schon einmal zu Tage fördern, denn selbstverständlich wurdest du von einem Großinquisitor mit einem Zweck hierher geschickt. Mhm. Und deine Nachforschungen, die du in der letzten Zeit angestellt hast, kannst du bitte einmal vorlesen. Die Legenden über Karlax Südmeere sind so vielfältig und unterschiedlich, dass es eine wahrlich herrische Aufgabe war, die wenigen Körnchen der Wahrheit aus ihnen herauszufiltern. Dennoch wiederholen sich bestimmte Themen in meinen Gedichtsforschungen und in den hunderten mündlicher Überlieferungen, die ich gesammelt habe, regelmäßig jene Punkte, bei denen es eine Übereinstimmung gibt. Es gibt dutzende Berichte, die von einer riesigen Ruinenstadt tief unter dem Ozean sprechen. Berichte über ihre Sichtung sind selten, doch alle diese Berichte weisen mit beunruhigender Gemeinsamkeit darauf hin, dass sie definitiv nicht menschlichen Ursprungs sein kann. Böse Omen. Praktisch alles, was mit den Süden in Verbindung steht, wird mit Düsternis und Negativität besetzt. Egal ob Flut oder Ebbe, egal ob die Sonne scheint oder die Stürme toben, wenn es im Süden geschieht, gesehen die Wahrsager sofort dieses Omen darin. Jede Katastrophe, jede schlechte Ernte und jede Todgeburt auf dem restlichen Planeten wird sofort mit bösen Omen aus dem Süden in Verbindung gebracht. Unruhige Mensch-Maschinengeister, falsche Augurendaten, Triebwerksversagen und rebellische Waffen, alle diese Dinge scheinen sich im Bereich des Südmeers geradezu alarmierend zu häufen. Geister des Todes. Von all den vielen Bildern und Symbolen, die die Geschichten der Einheimischen kennen, kann ich dieses nicht abschütteln. Ja, es sucht sogar meine Träume heim. Man schreibt den geheimnisvollen, geisterhaften Erscheinungen unterschiedliche Rollen zu, doch in einer Vielzahl der Geschichten sind sie die Sammler verlorener Seelen. Wenn die schwarzen, verhüllten Gestalten sich uns aus dem Meer erheben, dann um Lebende in ein nasses Grab hinunterzuziehen. Doch auch wenn wir mythologisch verbräunte Vorstellungen von jenseits beiseite schieben, bedenken diese Geschichten, so sie denn wahr sind, dass das, was unter dem Ozean verborgen liegt, bei weitem nicht so tot ist, wie wir es uns vielleicht erhoffen mögen. Auf dem südlichen Kontinent geschehen immer wieder bizarre Dinge. Das konntest du herausfinden. Dort gibt es seltsame Zeichen und ketzerische Kulte. Man sendet regelmäßig Truppen aus, um Aufstände niederzuschlagen und die weit verstreuten imperialen Niederlassungen und Anlagen zu verteidigen. Die Kultaktivitäten im Süden nehmen sehr beunruhigend zu. Eine Gruppe hat sich die Wiedergeborenen genannt und ist dabei besonders gefährlich und zerstörerisch. Die Wiedergeborenen waren einst ein recht kleiner Kult und nicht bedeutender oder gefährlicher als der Rest des aufständischen Abschaums. Sie wurden erst zu einer ernsten Bedrohung, als ein Mann namens Fainir Surbright die Führung an sich riss. Ihre Operationen beschränken sich inzwischen nicht mehr auf den Süden. Es gibt überall auf dem Planeten verborgen agierende Zellen.
Und man hat in Kartir, dem ehemaligen Hauptstadt von Karlak, im Verlauf der letzten Jahre schon etliche Leute für ihre Teilnahme am kalten Handel, also für den illegalen Verkauf von Xenos-Artefakten, hingerichtet. Man geht davon aus, dass ein Großteil ihrer verbotenen Waren aus dem Süden kommt. Wie heißt der Anführer nochmal? Der Anführer der Kultisten war Fainir Serbright. Ja, und gemeinsam mit diesen Erzählungen von Thronagent Worgen, der hier sich eingeschlichen hat mit Hilfe der Inquisition, könnt ihr in die Unterkunft von Vincent gelangen. Der einschüchternde Ruf der Inquisition eilt hier natürlich voraus. Die Unterkunft des Inquisitors wurde in der Zeit praktisch unberührt gelassen. Wenige Soldaten wissen überhaupt, dass der Raum existiert, beziehungsweise wo er denn liegen könnte. Worgen weiß es selbstverständlich. Es gibt aber durchaus eine reale Furcht, man könnte sie hinrichten, wenn man denn an diesem Raum vorbeigeht oder tatsächlich dann mit den falschen Dokumenten oder Artefakten in der Nähe erwischt wird. Bei dem Raum handelt es sich um eine umgebaute Schreibstube. In der Ecke befindet sich ein ungemachtes, seit langem unbenutztes Bett, das ist also auch schon relativ verstaubt. Man könnte den kleinen Raum, ja, unordentlich wie er ist, leicht mit dem Quartier von einem niederen Schreiber verwechseln, von irgendeinem Adepten, würdet ihr meinen. Bett und Tisch sind mit Pergamenten überhäuft, alles zurückgelassen, als würde man demnächst wiederkommen. Die Bücher sind mit Dutzenden von Lesezeichen versehen, liegen geöffnet herum, ganze Stapel von Berichten türmen sich auf und jede freie Oberfläche wird wohl gefährlich hochgetürmt mit den Stapeln, mit den Zeichnungen, geometrische Symbole, irgendwelche Xenos-Runen. Stopp, Brüder. Können wir auf dem Boden Fußspuren im Staub erkennen? Ja, könnt ihr. Ich würde mich generell gerne mal umsehen, umriechen und, naja, meine Sinne schweifen lassen, um gegebenenfalls eine neue Falle zu entdecken. Oder sonst was in dieser Art. Ja, dann gebt mir doch bitte mal alle einen routinierten Wurf auf Suchen. Koordiniert ist plus 20, richtig? Koordiniert ist plus 20. Das ist trotzdem geschafft. Ich glaube, wenn es auf die Hälfte geht, wenn ich es nicht aktiviert habe, dann nur mit... Das ist standardmäßig aktiviert. Nee, als Grundfertigkeit. Nee, suchen nicht. Es ist Awareness, Aufmerksamkeit, das aktiviert ist. Oje, wie werden Erfolgsgrade in der Futsch berechnet? Zählt der erste, 10%. Also zählt die 0 als ein Erfolgsgrad oder zählt die 0 als 0 Erfolgsgrade? Also für jeden 10 mehr, den du hast, ein Erfolgsgrad. Okay, also... Es nur geschafft zu haben, zählt nicht als ein gratis Erfolgsgrad. Okay. Weil in manchen Warhammer-Systemen ist das. Okay. Dann also habe ich auf die Hälfte. Oh, immer noch 2 Erfolgsgrade. Ja, wenn ihr euch umblickt, könnt ihr tatsächlich Bruder Worgen einmal kurz anpacken. Bruder Minios, du hältst ihn einmal kurz fest, bevor er dann in den Raum reinstolpert. Die Fußspuren habt ihr natürlich alle entdeckt. Aber auf den nächsten Blick kann Arminius eine Sprengfalle entdecken, die hier wohl angebracht worden ist. Dort. Wenn wir alle diese Fußspuren entdeckt haben, können wir die auch als Space Marine Fußspuren identifizieren? Ja, ohne weiter Wenn und Aber. Mhm. Einmal menschlich, das sind dann höchstwahrscheinlich die vom Lord General, und 3-4 Fußspuren von Space Marine Schuhen. Sehen die aus, als würden sie irgendwas Spezielles machen, um nicht in die Sprengfalle zu treten? Also ist dann Schlenkern drin oder ein langer Schritt? Oder sieht es aus, als wenn sie da einfach fröhlich dran vorbeimarschiert? Also an den Fußspuren kannst du die Sprengfalle nicht identifizieren. Die ist sowieso sehr, sehr hinterhältig, hinter einem der Bettpfosten platziert, sodass du dann du hast ein gutes Auge gehabt, wie gesagt, Worgen daran hindern kannst, dass er dann zu einem Bett tapert. Und sie dann auslöst. Mit der Sprengwucht hättet ihr höchstwahrscheinlich einen kleinen Teil dieses Turmes mit weggerissen. In die eine Hand noch auf seiner Schulter zeige ich mit der anderen in Richtung des Bettpfostens. Dort, seht ihr? Könnt ihr sie entschärfen? Ich werde mein Bestes tun, Milord. Gut. Was denkt ihr, Brüder? Es sieht aus, als wäre sie entweder nicht aktiv oder nachträglich angebracht worden. Gute Frage. Entweder hat es der Inquisitor selber dorthin platziert, oder es waren die Marines. Oder jemand anderes, der uns oder sonst wen erwartet hat, dass wir hier reingeht. Ich kann nicht glauben, dass loyale Space Marines Sprengfallen legen würden.
Das ist eine gute Frage. Könnte ich über Spuren lesen, schauen, ob das Menschen waren oder eventuell Marines, die das Ding gelegt haben? Woran soll man das erkennen? Ja, also die Spuren vom Lord General führen auch nicht weit in den Raum rein. Einmal zum Schreibtisch und dann wieder zurück, das kann man erkennen. Und die Inquisitor, also die Adeptus Astartes waren wohl im gesamten Raum, haben sich hier umgesehen, haben wohl auch grob über die Bücher geguckt. Ja, aber ich meine jetzt auch daran, der Sprengsatz, ich sag mal, Marines werden wahrscheinlich keinen Menschensprengsatz da platzieren. Das müssen wir mal Worgen fragen. Worgen, du kannst sie entschärfen? Sprengstoffgebrauch habe ich in dem Sinne nicht auf meinem Bogen. Warum hast du denn ja beantwortet, wenn ich dich frage? Du bist aber Panzergrenadier, oder nicht? Ja, ja. Gut, gib mir mal einen Wurf auf Intelligenz. Gut, mach ich. Vielleicht ist hier auch plus 20, weil die Marines dich darauf hingewiesen haben. Ist natürlich sehr, sehr hinterhältig. Du steckst solche Geschosse lieber dann in irgendeinen Lehman Russ Panzer oder in einen Shadow Sword oder sowas, ein Baneblade. Aber wenn du dir das jetzt ansiehst, an dem Bettpfosten merkwürdig rantrittst, kannst du es mal versuchen. Es ist kein Mensch, es ist kein Tier, es ist ein Panzergrenadier. Sieht gut aus. Ausgezeichnet. Dann trittst du heran und kannst sie nach und nach entschärfen. Es ist ein scharfer Sprengsatz, der tatsächlich die Hälfte des Turms weggerissen hätte. Und du siehst noch darauf ein paar Grußworte an euch. Für den Imperator. Milord, sie hat jemand eine Nachricht für uns hinterlassen. Wie lautet sie? Für den Imperator. Das verstehe ich nicht. Ist das ironisch oder irgendetwas gemeint? Vielleicht haben sie damit gerechnet, dass sie die Bombe finden und sie entschärfen, Milord. Wer die Worte für den Imperator im Hohn sagt, dessen Tage sind gezählt. Die Frage ist, wenn wir sie nicht gesehen hätten, hätten wir die Nachricht auch nicht erhalten. Ja, derweil kann Worgen wohl noch ein weiteres Fetzen Papier hinter dem Bett hervorholen, der da wohl hinter das Bett gefallen ist. Und ja, es sind Schnipsel, wohl zerrissen, würdest du meinen? Irgendwie Überreste aus einem Tagebuch. Das scheint wohl nicht von den Space Marines zu kommen. Wenn du mal auf den Schreibtisch blickst, die Fetzen nach und nach sortierst, dann wirst du die Handschrift erkennen. Sie muss dann zu Inquisitor Vincent gehören. Keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird dir den Eintritt ermöglichen. Und währenddessen kann Bruder Arminius selbst in dem Raum ein bisschen umhergegangen sein und auf dem Schreibtisch kannst du dann die Forschungstagebücher so ein bisschen querlesen und siehst dann wohl eine der Beschriftungen des Tagebuches unter dem Kenotaph. Gibt da wohl handgeschriebene Beobachtungen, Skizzen, Theorien über die alten Geschichten von der Hauptstadt Quartier. Und er hat wohl einige Artefakte beschrieben, ein Artefaktdokument über diese merkwürdigen Xenos-Völker. Seht denn mal hier. Sichelklingenzepter, Kristallleiter, Energiefelderzeuger, Talpanzer und zerbrochene Stangenwaffen. Was hast du gefunden, Bruder? Eine Auflistung von Artefakten, die offensichtlich von der südlichen Hemisphäre geborgen wurden. Ich nehme an, er hat sie diversen Beteiligten am kalten Handel abgenommen. Eine ausführlichen Untersuchungen haben ergeben, dass dieser kurze Stecken rein zeremoniellen Zwecken dient. An seiner Spitze sitzen zwei große sichelförmige Klingen und zwei kleinere Gruppen von Klingen, die alle symmetrisch sind. Im Griff scheinen Mikroschaltkreise. Was soll das sein? Integriert zu sein. Doch sie verfügen nicht über ausreichende Energie, um das Artefakt zu einer Waffe zu machen. Es scheint, als sei der untere Teil abgebrochen. Dies klingt nicht mehr ein Relikt einer mir bekannten Xenos-Rasse. Das Buch, es ist irgendwie Teil eines Bandes, ja? Mal an den nächsten stehenden weiter. Könnt ihr etwas daraus machen, Bruder Gabriel? Das Artefaktdokument. Leute, ich konnte drei Exemplare dieser durchscheinenden Röhren in Größen persönlich bergen. Vermutlich handelt es sich bei diesen Kristallleitern um die bräuchlichsten Xenos-Artefakte, die man auf Karlak finden kann, wenn man den herkömmlichen Felsen absieht, aus den Eingeborenen die sogenannten Ewigkeitsmagnete herstellen.
trauere bei dem Gedanken, dieser Relikte vermutlich als Türstopper, Vasen oder Trinkbecher bei den Einheimischen in Verwendung sind. Reiter haben sich als sehr unempfindlich und Energie erwiesen. Lässt darauf schließen, dass sie in Waffen und anderer Xenos-Technik als Energieleiter die gedient haben. Was sind das denn für Zustände auf dem Planeten, dass solche Xenos-Artefakte sogar noch zuhauf in Händen von Menschen gelanden? Gabriel schüttelt mit dem Kopf. Du musst bedenken, Bruder. Der Kreuzzug ist erst einige Jahre hier in dieser Region angelangt. Kann sich um Überbleibsel oder ähnliches handeln, bevor das Imperium wieder die Kontrolle über diesen Sektor übernommen hat. Nichtsdestotrotz scheint der Planet stetig am Rande der Verdammnis zu balancieren, wenn diese Art der Artefakte eine so weite Verbreitung hat. Das fürchte ich auch. Einige gibt es da noch. Hier, falls euch das interessiert. Oder Octavius. Ja, gut. Energiefelderzeuger. Dieses kleine Gerät erinnert zumindest rudimentär an Kraftfelder und ähnliche imperiale Maschinen. Aus diesem Grund sind sowohl dein als auch ich zu der Ansicht gelangt, dass es irgendeine Art von Feld ausstrahlt. Da es uns jedoch nicht gelungen ist, das Gerät zu irgendeiner Reaktion zu veranlassen, könnte es natürlich auch über eine völlig andere Funktion verfügen. Es könnte sich beispielsweise um eine Sprengfalle, ein Leuchtfeuer oder um eine ansonsten funktionslose religiöse Ikone handeln. Brüder, wer ist dein? Habt ihr von diesem Namen schon mal gehört? Nicht, dass ich wüsste. Und steht dabei, wo dieses Artefakt gelagert ist? Weil es hört sich irgendwie nicht sehr interessant und ungefährlich an. Nun, Sie selbst, Bruder. Ich reiche Tordal deinen Zettel. Ja, während Tordal diese Frage stellt, blickt er noch einmal auf die kleine Schatulle, auf das kleine Kästchen, was leer in euren Händen liegt. Dann lese ich mal weiter. Metallpanzer. Diese seltsame Metallhülle ist glatt und winklig zugleich. Sie ist weniger als ein Meter lang und es scheint, als seien einst in beiden Seiten der Hülle metallische Gliedmaßen verbunden gewesen. An der Unterseite finden sich die Überreste von Schwerkraftwellenprojektoren und zerbrochene Helmbade. Von der Waffe ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr wenig übrig. Der Griff erinnert an das Zepter, obwohl die Schaltkreise weniger komplex sind. Die Art, wie die Waffe ausbalanciert ist und die zerbrochene Verbindungsglieder weisen darauf hin, dass es sich einst um eine Waffe mit zwei Waffenköpfen gehandelt hatte. Oh, das klingt interessant. Schwerkraftwellenprojektoren. Witzig. Sollte sich da um eine Waffe handeln, hört sich eher aber nach irgendwas an, womit ein Dreadnought ausgestattet wäre. Aber auf deine Frage, Bruder Torvald. Ich glaube, wir haben das Behältnis dieser Artefakte schon gefunden. Es war leer. Die das mitgenommen haben, sind jetzt im Bezug des Energiefelderzeugers. Aber warum sollte das Gerät so klein sein? Sind da Zeichnungen bei oder sind das nur die Beschreibungen? Viel rausgerissen. Das wird jetzt auf den Blick auf klar. Aber Beschreibung, vor allem Beschreibung. Vielleicht ist dieser genannte Dain einer der Adepten des Inquisitors gewesen. Wir können versuchen, ihn aufzuspüren. Das halte ich für sinnvoll. Vielleicht bevor wir gehen, lasst uns allerdings den Raum noch durchsuchen, und zwar gründlich. Vielleicht sollten wir schauen, ob wir vielleicht sogar eine Art Personalakte von dem Inquisitor hier finden. Vielleicht finden wir dann gleich noch mehr heraus. Milots, ich habe auf jeden Fall Schriftstücke von ihm gefunden. Was für Schriftstücke? Die berichten von einer Tür, die in eine Stadt führt und von einem Schlüssel, seht selbst. Ah. Ja, da muss dieser Schlüssel wieder Weg sein, in dieser Stadt zu gelangen. Vielleicht ist ja von dieser Stadt die Rede, die wir auch im Brief gelesen haben, die unter Wasser ihren Ursprung hat.
keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird dir den Antritt ermöglichen. Vielleicht befindet sich ein Artefakt hier, das dieser Schlüssel ist. Vermutlich. Oder die vorgeblichen Dark Angels haben dieses Artefakt entwendet. Vermutlich wurde es von denselben entwendet, wie die restlichen auch. Das Buch heißt Unter dem Kenotaph. Ist der Kenotaph dieses Schlüssel? Oder ist es der Ort, an dem die Stadt begraben liegt? Das ist eine Frage, die wir herausfinden müssen. Und wer sagt nicht, dass vielleicht sogar diese Sichelklinge nicht ein Schlüssel gewesen sein könnte? Der Thronagent Worgen weiß bereits, was der Kenotaph ist, denn seine Recherchen sind selbstverständlich ausführlich, wurde er doch wohlweislich vom Großinquisitor geschickt. Der Kenotaph ist ein glänzendes Ehrenmal aus schwarzem Marmor, was wohl in der Hauptstadt liegt. In der Hauptstadt Kartir. Ist die gleichbedeutend mit der Zitadelle Primaris? Nein, die Zitadelle Primaris wurde nicht an der Hauptstadt errichtet. Die Hauptstadt liegt weiter im Süden von hier aus. Da müsste man dann sicherlich mit einem Thunderbird oder sowas sicherlich eine Stunde fliegen. Oder aber man nimmt das Inquisitionsschiff, was natürlich sehr, sehr groß ist, vielleicht viel zu groß, wenn es da keinen Raumhafen gibt. Das ist zumindest ein Ehrenmal für den Achillus. Genau. Für Achillus. Für Tiber Achillus, den Feldmarschall des Kreuzzugs. Ich meine, etwas mal gehört zu haben, dass das das Grabmal des Achillus ist. Dass das vielleicht eine Art Statue oder ein anderes ehrenhaftes Abbild von ihm ist. Aber wir können schwerlich in der Hauptstadt auflaufen und das Grabmal des Achillus ausheben. Nein, das können wir nicht. Trotzdem sollten wir uns umsehen, um Spuren dieser anderen Marines ausfindig zu machen. Das halte ich auch für absolut primär im Moment. Zu diesem Zeitpunkt erscheint es mir relevant, dafür zu sorgen, dass sie nicht noch mehr Schaden an der Infrastruktur des Planeten anrichten. Eine gute Wahl. Und außerdem könnten wir vielleicht so eine Spur finden. Und vielleicht auch Hinweise finden, die uns vielleicht bei diesem Ganzen hier etwas weiterhelfen könnten. Lasst uns den Raum durchsuchen. Und dann Nachforschungen anstellen, wer dieser Dein sein könnte. Ja. Worgen, hast du von dem Namen Dein schon mal gehört? Ich schüttel mit dem Kopf. Tut mir leid, Milord. Worgen, warst du zufällig anwesend, als die vorgeblichen Astartes hier waren? Nein. Während ihr in den Pergamenten, in den Dokumenten, in den Tagebüchern nachschaut, nach weiteren Sprengfällen oder auch den Geruch dieses Ortes aufnehmt, da könnt ihr sehen, wie wohl sich von hinten aus dem Flur sich ein Diener nähert. Ich möchte eigentlich eher Wache halten und die anderen suchen lassen. Okay. Ja, du kannst ihn wie gesagt erkennen, wie er dann auf euch zutritt. Wohl auf die Zelle des Inquisitors und sich dann vor dir verbeugt. Er hat einen parfümierten Umschlag mit einem Wachssiegel in seiner Hand und verbeugt sich dann. Meine Engel, ich möchte euch zu einer Audienz laden. Eine Audienz beim Prinzen persönlich. Prinzpräfekt Alevis, der 83. Wenn ihr erlaubt. Und damit gibt er dir die Einladung. Okay, ich nehme die und nick ihm zu. Finden wir beim Auseinandernehmen des Raumes noch was? Nein, ihr... Also wirklich im Sinne von, wir bauen die Schränke auseinander. Ja, nein. Wir bauen, also, nicht hauen. Okay, ihr könnt suchen, so viel ihr mögt. Die wichtigen Dinge habt ihr bereits gefunden. Sprich, den zerrissenen Zettel, den hat Worgen dann zusammensortiert. Keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird dir den Eintritt ermöglichen. Und die wichtigen Tagebücher mit, dem Kenotaph. Also auch kein Personalregister oder sowas erfahren können, wer dein ist. Nein, wirst du hier nicht finden. Ja, gut. Als Vorschlag hätte ich eventuell noch, dass wir unsere Lady Inquisitorin nach Dein erfragen. Sie hat garantiert eventuell Zugriff auf Agenten oder Namen, die vielleicht irgendwann mal im Gespräch mit ihr und dem anderen Inquisitor zutage getreten sind.
In der Tat sollten wir allerdings diesen Namen nicht vor Unbeteiligten der Untersuchung fallen lassen. In der Tat, aber die Inquisitorin ist ja definitiv in der Tat dieser Untersuchung inbegriffen. Und wer weiß, vielleicht hat sie Zugriff auf Daten, die wir echt hier gerade nicht haben. Bruder, was wollte der Mensch? Er hat uns eine Einladung des Prinzpräfekten Allervis übergeben. Hochgeschätzte Krieger des Gottimperators, ihr würdet mir eine große Ehre erweisen, wenn ihr euch mit mir auf der Spitze dieser prächtigen imperialen Burg treffen würdet. Ich weiß, dass es Männern eurer Bedeutung immer an Zeit mangelt, doch ich kann euch erfrischende Knappheit der Worte und mein unvergleichliches Wissen über die Orte, Leute und Geschichte dieses bescheidenen Planeten als Lohn für eure Mühen versprechen. Euer ergebenster Diener, Prinzpräfekt Allervis, der 83. In der Tat, der 83. Befragt die Inquisitrix auch nach diesem